Aufschluss aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal wieder etwas anderes Video, wie ihr schon sehen könnt. Heute mal kein Gameplay im Hintergrund oder sonstiges. Mein Internet geht ja sowieso nicht. Ihr wisst es ja, habt das ja auf meiner Facebook-Fanpage ja öfters geschrieben, dass ich mittlerweile kein Internet mehr habe. Deshalb dachte ich mir einfach, komm hey, machst einfach mal ein Unboxing zu unserem neuen Spielzeug. Und zwar ich und meine Freundin, wir haben uns was gegönnt. Nicht nur für YouTube, sondern auch für privat. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz vorstellen. Ihr seht schon hier, wir haben uns eine neue Systemkamera gekauft. Das Ganze ist halt dafür gedacht, dass man halt Bilder machen kann und Videos aufnehmen. Also wird zukünftig halt wahrscheinlich noch bessere Qualität sehen, was gerade so Real-Life-Videos und so weiter sind, Vlogs und was man da nicht alles mit machen kann. Unter anderem kann man damit aber auch Bilder machen, also nicht nur zum Aufnehmen. Ich hatte mir erst überlegt, die Canon Ligeria Mini X zu kaufen, aber einfach der Preis und die Ausstattung, was die Kamera hat, ist mir viel zu teuer gewesen. Und deshalb habe ich mich für was anderes entschieden, weil wir auch gern so, wenn wir Urlaub fahren und so weiter, gern Bilder machen. Und das ist natürlich das, die viel bessere Lösung. Ich packe euch jetzt einfach mal das Ganze aus, beziehungsweise werde ich das halt auch mal vorstellen. Vielleicht noch kurz was am Rande erwähnt. Hier oben sieht man noch einmal die Kamera an 20,3 Megapixel, Full HD und so weiter, ein gutes Display. Hat eigentlich alles dabei, was man braucht, und ja, wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus. So, macht hier schöner schwarzer Karton. Ich drehe das mal so rum, dass ihr das besser sehen könnt. Kann man das Ganze hier aufmachen. Hat man erstmal hier oben so eine kleine Box. Da ist nichts Wichtiges drin. Nur ein paar CDs und ein bisschen Beschreibung. Also nichts, was irgendwie ja, wichtig ist. Deshalb können wir das gleich wegtun. Hier an der Seite haben wir das Ladekabel. Also wir hatten das Ganze schon mal ausgepackt und ausprobiert, ob es uns auch wirklich gefällt und funktioniert, so wie wir das wollen. Was ich hier ganz praktisch finde, und zwar, das ist der gleiche Stecker, wie es für jeden Handy auch gibt von Samsung. Finde ich ziemlich cool, dass man da kein extra Kabel irgendwie braucht. Wenn es mal kaputt geht, kann man einfach das vom Handy nehmen. Ja, was haben wir hier noch? Und zwar haben wir hier einfach das Band, womit man sich die Kamera dann halt um den Hals hängen kann. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Gefällt mir optisch richtig gut. Und ja, was haben wir hier noch? Und zwar, wir haben jetzt hier noch so ein kleines Kästchen. Da ist was drin. Und zwar, ich mache euch das Ganze mal auf. Sehr gut, Blackie. Ja, das Ganze hier ist kein Mikrofon oder sonstiges, sondern das Ganze ist der Blitz. Den kann man dann einfach auf der Kamera aufstecken und dann hätte man natürlich auch Blitz. Finde ich ganz lustig, dass man das Ganze abnehmen kann. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht und sieht optisch auf jeden Fall sehr gut aus. So, packt man das auch wieder weg, ohne dass wir es runterschmeißen. So, dann haben wir hier in der Mitte noch ein größeres Fach. Und hier haben wir das Objektiv, was dazu ist. Das werden wir dann gleich nochmal separat auspacken. Und dann haben wir hier an der Seite noch ein Kästchen. Und ihr seht schon hier, ist es dann unsere wundervolle neue Kamera. Das Ganze nochmal schön eingepackt. Finde ich auch sehr schön, dass wir da nochmal einen extra Schutz ringsrum gemacht haben. Und hier ist auch das gute Stück. Ihr seht schon, das Ganze in Weiß finde ich richtig edel. Auch mit diesem Metall-Look, also das ist glaube ich Magnesium, kein Plastik oder sowas, sondern spezielles Magnesium. Und das hier sieht man schon vielleicht ein bisschen im Video. Das Ganze ist jetzt nicht irgendwie glatt oder so, sondern das sieht aus, als wäre das Leder. Also es hat auch so ein bisschen die Musterung von einem Leder. Ich kann das gar nicht genau sagen, was das ist. Vielleicht ist das sogar ein leichter Lederbezug. Fühlt sich zumindest echt gut an. Und das Ganze hat natürlich auch einen tollen Griff. Man kann das halt hier wirklich wunderbar festhalten, so dass man wirklich den optimalen Halt hat. Hier oben könnte man jetzt den Blitz aufsetzen oder andere Sachen. Es gibt glaube ich auch ein Mikrofon dafür, aber ich glaube, das soll nicht allzu gut sein. Hier vorne kommt das Objektiv drauf. Das werde ich euch dann nochmal zeigen. Hier seht ihr noch einmal, das ist die Kamera NX300M. Es gibt auch die 300er Version, aber da funktioniert das mit dem Display nicht, was ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Dann einfach mal kurz die Rückseite. Ihr seht schon hier das Display. Sehr, sehr schick. Um einfach mal darzustellen, wie groß das Display ungefähr ist. Das ist ein S5. Und da kann man halt wirklich schön erkennen, dass das Display eigentlich relativ groß ist. Trotzdem muss ich sagen, dass die Kamera sehr, sehr leicht ist. Also sie liegt wirklich super in der Hand. Die kriegt auch wunderbar eine Frau fort, ein Mädchen. Auch um sich selber zu filmen. Hier hat man halt jetzt ein paar Tasten und so weiter, also das ganz normale. Hier oben hat man das Zahnrad, da kann man verschiedene Sachen auswählen, also in welchem Modus man fotografieren will und so weiter. Hier daneben hat man jetzt noch die Möglichkeit, die Kamera direkt mit seinem Router zu verbinden, also per WLAN. Hat halt einfach den Vorteil, dass man dann schneller Daten auf dem PC austauschen kann.
dass man das Ganze dann auch direkt bei Facebook, Instagram oder sonst irgendwas hochladen kann mit der Kamera. Also man bräuchte dazu nicht mal mehr einen Rechner. Finde ich ziemlich, ziemlich nice. Ja, und hier hat man halt den Auslöser und den An- und Ausschalter. Ja, kurz was zum Display. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das Ganze gekauft habe, beziehungsweise wir. Wir wollen ja so Real-Life-Videos jetzt mehr machen und auch so Vlogs möchte meine Freundin jetzt anfangen. Auch auf YouTube und so weiter. Und da eignet sich die Kamera halt wirklich perfekt, weil man kann dieses Display ein Stück vorklappen zum Beispiel. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf den Tisch fotografieren will, könnte man das halt ein bisschen hochklappen, dass man es halt besser sieht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Ganze... Moment, lasst mich testen. So nach unten winkelt, zum Beispiel wenn man jetzt irgendwo auf einem Festival oder sonst was ist, man muss die Kamera hochheben, dann kann man natürlich auch optimal filmen. Und der größte Vorteil an der Kamera ist einfach, dass man das Display hier auch so hochklappen kann. Und damit sieht man sich halt selber, wenn man sich filmt. Und ja, eignet sich halt dann super für Vlogs und so weiter, wenn man sich dann selber filmen will, weil man halt einfach sieht, was man direkt aufnimmt. Warum ich mir die Kamera gekauft habe, habe ich schon gesagt, weil die Canon Ligeria Mini X mir einfach ja zu schlecht war. Also die Kamera ist nicht schlecht. Man sieht es ja bei vielen YouTubern, dass die echt gut ist. Aber einfach die Qualität, was die Kamera hat gegenüber der hier und die kostet denselben Preis, ist die Entscheidung mir eigentlich relativ leicht gefallen. Vor allen Dingen, weil wir auch gern Bilder machen. Ich klappe das Ganze jetzt einfach nochmal zu. Und wir kommen jetzt einfach mal zu dem Objektiv, weil das ist auch richtig geil. Also das Objektiv gehört dazu, wenn man sich die Kamera bestellt. Und ihr seht schon hier, ein richtig geiles Objektiv. Also ich kann euch jetzt nicht so viel darüber erzählen. Ich bin jetzt nicht der übelste Fotograf oder Profi, was sowas angeht. Ich habe mich halt einfach belesen und die Kamera hat wirklich sehr gut abgeschnitten. Man hat halt hier jetzt einfach, kann man das öffnen, dann hat man hier die Linse. Und dann könnte man zum Beispiel hier dann wunderbar zoomen. Man hat hier jetzt noch die Möglichkeit, zwischen manuellen Fokus und Autofokus zu stellen. Dann kann man hier mit dem Zahnrad oder mit diesem Plastikrad, wie man es auch immer nennen will, kann man ganze Schärfe einstellen. Was die Taste hier macht, weiß ich noch nicht genau. Es ist ein Objektiv 18-55, also eigentlich so das standardmäßige. Und es ist auch ziemlich simpel, das Ganze aufzusetzen. Man nimmt jetzt einfach hier von der Kamera die Hülle ab und macht das gleiche natürlich auch hier. Zack. Und jetzt brauchen wir eigentlich nichts weiter zu machen, als das Ganze hier aufzusetzen. Muss bloß gucken hier rum. Zack, und dann klickt man es ein, dann ist das Ganze schon fertig. Viele werden sich jetzt denken, oh mein Gott, das ist viel zu groß für irgendwelche Aufnahmen. Es sieht zwar groß aus, ist aber im Endeffekt nicht wirklich groß. Also ihr hattet ja vor uns gesehen, das ist auch nicht besonders breit, die Kamera. Es ist eigentlich super in der Hand zu halten. Meine Freundin hat es auch schon ausprobiert, ob sie das Ganze ja über sich halten kann, sodass ich selber filmen kann. Das hat super funktioniert. Und damit ist das Ganze natürlich für uns echt die optimale Lösung, vor allem für diesen Preis, den wir bezahlt haben. Diese Qualität von der Kamera, also ich habe schon über Testaufnahmen gemacht, ist einfach richtig geil. Ich bin gespannt, wie der Ton wird. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn ich mich halt selber filmen würde, weil das jetzt bestimmt viele interessiert. Und zwar, ich werde einfach dieses Display hier hochklappen und dann habe ich halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich dieses Objektiv hier dran habe, kann ich die Kamera halt wirklich super festhalten. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz, wie das dann aussehen würde. Und zwar kann man dann einfach wunderbar an dem Objektiv hier festhalten und kann sich super selber filmen. Also man hat die Kamera wirklich richtig gut im Griff. Kann auch nichts passieren, dass man das dann irgendwie runterfallen lässt. Das Ganze würde natürlich auch für die andere Seite funktionieren. Ihr seht ja, durch das Objektiv kann man wirklich die Kamera super halten und funktioniert wirklich tadellos, damit irgendwas aufzunehmen. Ja, das sind erstmal soweit die wichtigsten Sachen. Also ich kann euch jetzt nicht so viel über die Kamera sagen. Ich werde euch auf jeden Fall unten mal in der Beschreibung die Kamera verlinken, dass ihr euch das Ganze mal selber angucken könnt. Auf jeden Fall eine richtig geile Systemkamera. Hier unten habe ich ganz vergessen zu zeigen. Also ich hatte hier mal was abgeklebt, weil ich was ausprobiert habe. Hier kann man das Ganze auf ein Stativ aufschrauben. Ja, unten hat man jetzt halt noch ein Fach, wo dann der Akku drin ist. Das Ganze macht man ja bloß auf. Den Akku habe ich schon eingebaut, weil wir es halt wie gesagt getestet haben. Und hier ist dann halt der Platz für die Speicherkarte. Ich habe mir eine 32 GB Speicherkarte dazu gekauft, dass wir halt wirklich viele Videos und Bilder machen können. Und ich werde mir wahrscheinlich auch noch einen anderen Akku kaufen, dass das Ganze einfach ein bisschen länger hält. Ja, das ist eigentlich soweit erstmal alles für die Kamera. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen, und zwar das haben wir uns einfach dazu bestellt. Bevor ich aber dazu komme, sehe ich gerade hier noch was, und zwar ist hier noch so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist halt wahrscheinlich einfach ein Schutz.
den kann man hier vorne auf der Kamera aufsetzen. Und dann hat man halt die Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn von irgendeiner Seite Licht einfällt, das Ganze ja einfach abzuschirmen, beziehungsweise dass es halt irgendwie nicht blendet. Ich habe mich da nicht so genau belesen, was das genau macht. Sieht auf jeden Fall cool aus und müssen wir mal testen, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann kommen wir mal hier zu den Sachen. Also das ist nicht viel, und zwar das ist einfach eine Tasche. Die passt wunderbar die Kamera rein. Hier vorne halt noch für den Blitz und für eine weitere SSD halt Platz. Ist recht klein, wollten wir aber auch so, dass wir halt nichts Großartiges rumschleppen müssen. Ja, und dann haben wir halt hier noch zwei andere Sachen dazu. Und zwar sind es zwei Stative. Wir packen das jetzt einfach mal aus. Und zwar, das habe ich mir extra gekauft. Das ist ein großes Stativ. Das Ganze von Amazon Basic, wie ihr gleich sehen werdet. Und das wird dafür da sein, dass wenn wir einfach Aufnahmen machen, dass ich ein Stativ habe, wo ich die Kamera einfach oben aufsetzen kann. Ich kann das ja mal kurz hier herstellen. Es ist halt ein Drei-Wege-Kopf, das bedeutet, man muss jetzt mal gucken, wie das Ganze aufgeht. Ein bisschen drehen. Man kann halt hier wirklich in allen möglichen Richtungen und so weiter, man kann das Ganze auch hier aufklappen, wenn man die Kamera schräg stellen will und so weiter. Also es ist halt ziemlich praktisch. Man hat wirklich allerlei Möglichkeiten und hier kann man das Ganze dann einfach hochkurbeln. Ihr seht es schon, ziemlich simpel. Und damit werde ich dann auch zukünftig meine Real-Life-Videos auch vom PC und so weiter aufnehmen. Einfach Kamera oben aufgesetzt, Display hochgeklappt und dann kann ich mich dabei filmen. Ich habe auch hier noch ein kleines Stativ. Das Ganze war zu der Tasche dazu, die ich euch gerade eben gezeigt hatte. Das gab es einfach als Kit. Und das ist im Prinzip nochmal dasselbe, wie ich euch gerade eben gezeigt habe. Bloß halt in Kleinformat. Das Ganze werden wir dann halt, wenn wir irgendwo hinfahren, zum Beispiel in Urlaub oder irgendwo Besonderes, werden wir das einfach mitnehmen, weil es halt schön klein und handlich ist. Da gibt es auch eine Tasche noch dazu, die habe ich glaube ich schon ausgepackt und weggelegt. Aber hauptsächlich, wenn ich das große Stativ benutze, wird das kleine hier für meine Facecam sein. Wenn ich dann halt spiele, kann ich auch einfach oben aufschreiben, die Logitech C920 kann man dann prima hier oben drauf schrauben und dann muss ich es nicht mehr irgendwie am Bildschirm festmachen und kann es dann halt auch prima irgendwo hindrehen, wo ich das Ganze haben will. Man kann das natürlich auch bei dem anderen Stativ, wenn man das Ganze hier aufklappt, natürlich dann auch weiter ausfahren, also in drei verschiedenen Stufen. Ihr seht schon, eigentlich recht gut gemacht und das kommt dann halt auf meinen Schreibtisch, ich habe eh genug Platz. Gerade im neuen Gaming-Zimmer. Hier oben sind halt bei beiden noch eine Wasserwaage, dass man wirklich weiß, dass man gerade ist. Hat auch die Kamera so eine Funktion. Da kann man sich wirklich unten eine Wasserwaage anzeigen lassen, dass man genau weiß, hey, jetzt bin ich gerade oder auch nicht. Und ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Also wenn ihr Fragen zu der Kamera habt, dann könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde euch das beantworten, denn wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen testen, die ganzen Einstellungen, was alles möglich ist. Wenn ihr natürlich mal wissen wollt, was die Kamera noch alles kann an Funktionen und so weiter, dann sagt mir einfach Bescheid, dann mache ich darüber nochmal ein Video, aber das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Videos mit der Kamera. Ich freue mich, wenn meine Freundin anfängt auf YouTube mit der Kamera zu arbeiten. Wird bestimmt ganz lustig, hatte ich ja im letzten Video schon mal erwähnt. Und es ist, wie gesagt, auch wenn es relativ groß aussieht, kann man damit wirklich super umgehen, einfach weil man dieses Objektiv hat und es einfach wirklich super festhalten kann und sich selber filmen kann. Ja Leute, das war's jetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.